So, hallo, heute geht es um die Atemwege oder den Respirationstrakt. Und zwar wollen wir uns hier in dieser Folge ein bisschen konzentrieren auf die unteren Atemwege. Wir sind Frank und Bijan, hi. Und geben wir euch erstmal einen kleinen Überblick. Atemwege unterteilen sich in obere Atemwege und untere Atemwege. Wo die Grenze ist, ist jetzt nicht so ganz eindeutig zu sagen. Da gibt es in der medizinischen Literatur immer kleine Varianten. Ja, aber grundsätzlich obere Atemwege erstmal Nasenhöhle, Nasennebenhöhle und Nasopharynx. Stop. Und dann kommt der Kehlkopf, Trachea, Bronchien und dann der ganze Rest Bronchiolen, Kapillaren. Das sind die unteren Atemwege. So, Nasenhöhle, was findet da statt? Ja, nicht so viel. Die Luft kommt rein, wird weitergeleitet, ein bisschen angefeucht, ein bisschen angewärmt. Dann macht das vielleicht nochmal einen kleinen Schlenker, die Luft in den Nasennebenhöhlen. Also wir haben ja alle möglichen Sinus frontalis, maxillaris, ethmoidalis, sphenoidalis. Ich glaube, das sind sie. Oberflächenvergrößerung für die oberen Atemwege. Ja, okay. Und dann geht es in den Rachen und dann sind wir an der Grenze, wie gesagt, Kehlkopf. Und dann sprechen wir schon von den unteren Atemwegen. Ja? Kehlkopf möchten wir auch nicht drauf eingehen, machen wir eine extra Folge. Ist kompliziert, hat viele Muskeln und ja, auch unbeliebt, weil nicht so einfach zu verstehen. Aber dem werden wir uns nochmal separat widmen. Wir fangen jetzt einfach mal ganz schlankweg bei der Trachea an. Und Bijan, die Trachea ist ein Hohlorgan. Hohlorgan klingt erstmal so, als ob die nicht so wahnsinnig viel drauf hat. Nichts drin, bisschen hohl die ganze Sache. Kannst du mal sagen, wie ist eine Trachea aufgebaut? Ist auch überwiegend heiße Luft drin, stimmt. Ist ein elastisches Rohr, so 10 bis 30 Zentimeter lang. Vorne und an der Seite sind aber Knorpelspangen, die das also stabilisieren und auch offen halten. Also hufeisenförmige Knorpelspangen, ne? Wie viel sind das ungefähr? So 16 bis 20 sind es, Hyalina-Knorpel übrigens. Aber was machen die? Warum sind die da, Knorpel? Wozu dient das? Elastisch und gleichzeitig auch Stabilität. In erster Linie würde ich sogar sagen Stabilität, ja, weil sonst würde die Trachea nämlich durch den Atemstrom ganz gern mal kollabieren. Ja, da hättet ihr richtige Schwierigkeiten, tief durchzuatmen. Deswegen sind die Knorpelspangen schon ein ziemlich wichtiger, funktionaler Bestandteil der Trachea. Und deswegen gibt es auch so fast jeden Zentimeter eine, ja, um die Stabilität der Trachea zu gewährleisten. So, jetzt habe ich gesagt, die sind hufeisenförmig. Hufeisen ist kein ganzer Ring, hat immer hinten eine offene Fläche. Weiß jeder, der schon mal ein Hufeisen geworfen hat. Ja, was ist denn hinten? Hinten ist dann einfach nur so eine bindegewebige Schicht, die heißt Pars membranaceus. Nee, stimmt nicht, Pars membranacea. Die dient in erster Linie dann dazu, den Durchmesser zu ändern oder anzupassen, das Ganze da zu stabilisieren. Ja, wenn der Knorpel geschlossen wäre, wäre es ein bisschen schwierig mit der Lumenänderung, weil Knorpel ist doch ein relativ zähes Luder, ja, kann man nicht so richtig schön dehnen. Ja, deswegen die Pars membranacea auch als Möglichkeit, das Lumen der Trachea ein bisschen an die Verhältnisse anzupassen. So, also das Rohr, jedes Rohr geht irgendwann mal zu Ende. Das ist leider so und auch bei der Trachea ist es so. Die Trachea macht eine Sache, die viele Ehepaare auch nach vielen Jahren machen. Sie teilt sich. Ja, und in was teilt sie sich? Die teilt sich dann in einen rechten und einen linken Hauptbronchus. Gehört noch nicht zur Lunge, ist noch extra bronchial, also rechter und linker. Das ist jetzt eine ganz interessante Sache, die du gesagt hast. Man unterteilt also die unteren Atemwege auch nochmal in extrabronchiale Atemwege und extrapulmonale Atemwege und intrapulmonale Atemwege. Ja. Ja? Ich glaube sogar auch extrabronchial, kannst du glaube ich auch sagen. Ist zwar total widersprüchlich, weil das ja auch schon Hauptbronchus ist, aber ich glaube, das wird auch gesagt. Okay, also, aber das, was innerhalb der Lunge verläuft und außerhalb der Lunge verläuft. Genau. So, und die Teilung dieser Trachea, wie heißt die auf Lateinisch? Das ist die Bifurcatio Tracheae, also die Bifurcation. Immer ein kleiner Stolperer, Trachea, ja, muss man sich so ein bisschen mühen. So, wenn ich das Ganze von innen betrachte und mal mit dem Bronchoskop reingehe, sehe ich an der Bifurkation, dass innen was ins Lumen vorspringt. Ja, so wie nennt sich das? Das nennt sich Carina. Carina Trachea entsprechend. Ist so ein kleiner Sporn, der da rein jagt. Genau. Ja? So, wenn ich jetzt gucke, mir das Ganze von vorne angucke, in der AP-Projektion, also anteriore, posteriore Projektion, stelle ich fest, das sieht nicht symmetrisch aus. Verdammt nochmal.
da ist wieder, die Natur hat sich wieder einen kleinen Scherz erlaubt und beide Bronchien haben einen unterschiedlichen Abgangswinkel. Ja, auf bezogen, die Medianebene bezogen. Genau, bezogen auf die Medianebene guckt der rechte Hauptbronchus, verläuft der im 20 Grad und der linke von 35 Grad. Das heißt, also, der rechte ist steiler. Ja, also man könnte auch mal umrechnen und sagen, 160 Grad von der Trachea aus gesehen, ja, auf der rechten Seite, beziehungsweise dann, oh, jetzt muss ich mal ganz flink rechnen, 145 Grad, ja, stimmt, 145 Grad auf der linken Seite. Also der rechte Hauptbronchus ist auf jeden Fall steiler. Der linke Hauptbronchus verläuft einen kleinen Klicken besser und das ist klinisch nicht so ganz unwichtig, weil... Wenn ein kleines Kind mal was verschluckt, spielt mit einer Murmel und denkt, man könnte es auch essen, dann landet das mit einer höheren Wahrscheinlichkeit im rechten Hauptbronchus. Mit der höheren Wahrscheinlichkeit landet es eigentlich in der Speiseröhre, weil auch kleine Kinder nicht so ganz doof sind und in der Regel gerne mal die Murmel in den Magen-Darm-Trakt verschlucken. Aber Mami denkt natürlich auch, das könnte verschluckt worden, falsch verschluckt worden sein und deswegen wird dann ganz gerne mal reingeguckt, auch wenn da vielleicht gar nichts ist. Obwohl, na gut, wenn man eine Murmel im rechten Hauptbronchus hat, das merkt man schon so ein bisschen. Ja, ist nicht so schön. Okay. Gut. So, jetzt zücken wir mal das Mikroskop und schauen uns mal die Wand an, weil Hohlorgane ist ja eigentlich nur, das eigentlich Interessante ist nur die Wand. So, und die hat jetzt drei Schichten bei der Trachea. Eine Tunica mucosa, also die eigentliche Schleimhautschicht, dann eine Tela submucosa oder Tunica submucosa, also das ist das unterhalb der Tunica mucosa gelesen ist, die submuköse Schicht. Und dann eine, jetzt haltet euch fest, es geht jetzt wie eine Achterbahn zu Tunica fibromusculocartilaginea, also eine Schicht, die hat Fibro, also Fasern, Musculo, Muskelzellen und Cartilago, also Knorpel. Jo. So, jetzt kannst du uns mal erzählen, lieber Bijan, was hat die Tunica mucosa so zu bieten? Genau, die Mucosa, die Schleimhaut, die besteht aus, wie fast immer, auch aus zwei Schichten, einer Epithelschicht und der Lamina propria, also die Schicht unter dem Epithel. Das Epithel ist jetzt hier in den Atemwegen ein sogenanntes respiratorisches Flimmerepithel. Das heißt, es ist mehrreich. Mehrreich heißt auf einer Basallamina aufsitzend, aber nicht jede Zelle erreicht unbedingt das Lumen. Aber alle Zellen haben Kontakt zur Basallamina. Genau. Das ist wichtig bei der mehrreihigen Epithel im Gegensatz zum mehrschichtigen Epithel, beispielsweise der Epidermis, ja, wo die Zellen halt keine Kontakt zur Basalmembran haben in den höheren Epithelschichten. Genau. Gut, also das haben wir geklärt. Dann Zylinderepithel ist es, also ist halt eher schlank. Können auch Säulenepithel genannt werden, ja. Gibt es auch in der Literatur, ja. Meint aber dasselbe, ja. Langgestreckte Zellen, langgestreckte genau. Zellkörper. Und jetzt, wir haben gesagt, Flimmerepithel, das liegt daran, dass da oben noch ein paar Flimmerhärchen, so Kinozilien drauf sitzen, die alle in Richtung Mund, also Richtung Oral schlagen. Synchronisiert, muss man dazu sagen. Also synchronisierter Schlag, weil wenn jede Kinozilie so einfach in der Gegend rumpurzeln würde, würde gar nichts passieren. Ja, also das Ganze wird synchronisiert, sind bewegliche Zellelemente, verbraucht natürlich auch einiges an Energie. ATP, haltet euch fest, ja, die müssen ständig gefüttert werden. Und dieser Zilienschlag sorgt dafür, dass Fremdkörper, die jetzt irgendwie, oder Staubkörnchen, die irgendwie in die Lunge gelandet wird, jetzt in Richtung Mund wieder weggetragen werden durch diesen Zilienschlag. Das nennt man ja auch mukoziliäre Clearance. Ja, aber da steckt schon mal drin, dass wir noch was vergessen haben, weil mukoziliär bedeutet ja, dass nicht nur die Zilien da beteiligt sind, sondern ist noch was drin, Muko, also Mukus, also was Schleimiges. Genau. Da auf den, wo kommt das her? Auf dem Epithel sitzt da nochmal so ein Schleim drauf, das heißt, der Schleim fängt die ganzen Partikel oder Erreger oder was auch immer man einatmet ein. Und das kann dann durch die Clearance ausgehustet werden. Und dieser Schleim muss auch produziert werden. Das Zehe produzieren die Becherzellen. Ja, also die kommen auch überall vor im Epithel. Die sitzen zwischen den Epithelzellen. Die produzieren die Mucine. Machen 10% der Zellen aus, also relativ viele. In einer HE-Färbung relativ leicht zu erkennen. Sind so ein bisschen bläulich, haben diesen Schleimfropf drin. Und sind dann halt reichlich zwischen die Zylinderzellen eingestreut. Und dann gibt es aber noch in der Lamina propria kleine Drüsen, ne, die eher so die seröse, also dünnflüssiges Sekret machen, ja, in dem die Zilien munter schlagen können. Genau. Das sind die Glandulae tracheales, ja, die Trachealdrüsen, beziehungsweise, wenn man eine Etage tiefer ist, die Glandulae bronchiales, also Bronchialdrüsen. Die sind ganz wichtig, auch klinisch ganz wichtig, weil die bei Entzündungen beispielsweise mehr Sekret produzieren, das dann natürlich auch fleißig abgehustet werden muss. Gut. Epithel, Schleimhautschicht haben wir.
Dann vielleicht sollte man auch sagen, das sind natürlich jetzt nicht alle Zellen, die wir aufgezählt haben. Es gibt da natürlich auch wie in jedem Epithel noch so ein paar Stammzellen unten, die für die Erneuerung sorgen. In der Bronchialschleimhaut auch noch Zellen mit einer endokrinen Funktion, ja, die bei manchen Tumoren eine Rolle spielen. Das solltet ihr aber dann wirklich im Flexikon nachlesen, weil da geht es jetzt sehr ans Eingemachte. Genau. So, Tela submucosa unter der Mucosa, also eine lockere Schicht Bindegewebe, paar Venen drin, nicht so spannend. Und dann außen die Tunica, die Zungenbrecher-Tunica, die Fibromusculocartilaginea. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt die hufeisenförmigen Knorpelspangen, die sitzen da, Hyaliner Knorpel. Und die sind auch nochmal verbunden über Kollagenfasern, elastische Fasern. Und das nennt man Ligamenta annularia. Die braucht man für die Längselastizität, weil, na klar, der Hals ist eine relativ bewegliche Angelegenheit. Da ist das Hohlorgan gefordert, muss ich auch mal dehnen oder stauchen können. Und deswegen ist wichtig, dass halt entsprechende Fasern für die Elastizität sorgen. Und dann haben wir die natürlich vergessen, die Pars membranacea, also die Hufeisenspangen quasi miteinander verbindet. Wie ist die aufgebaut in etwa? Da ist es einfach eine Bindegewebsplatte, da sind ein paar elastische Fasern drin und auch Muskulatur, weil wir haben gesagt, die kann ja auch den Durchmesser verändern, der Trachea. Entsprechend sitzt da ein Muskel drin, den nennt man dann Musculus trachealis. Wenn man weiter runter guckt, nennt man den Musculus bronchialis. Dient also im Straffhalten der ganzen Sache, ne? Okay. So, wunderbar. Ich würde sagen, das war jetzt erstmal genug Histo und wir gucken uns jetzt mal die Lungen an. Ja, also die Trachea und die großen beiden Hauptbronchien lassen wir jetzt ja mal ein bisschen hinter uns und tauchen in die Atemwege innerhalb der Lungen ein. Wir haben eben noch mal ganz kurz den ersten Teil abgehört, hier einen kleinen Break gemacht und jetzt hat Bieter mal ordentlich verprügelt, weil er hat da irgendwas von extrabronchiale. Das ist natürlich totaler Bullshit. Ja, macht also keinen Sinn. Es gibt intrapulmonale und extrapulmonale Atemwege und wir befinden uns jetzt, wenn wir in die Lungen eintauchen, in den intrapulmonalen, also innerhalb der Lunge gelegenen Atemwege. So, wir haben zwei Lungen, deswegen lateinisch spricht man von pulmones, also den beiden Lungen. Und sind die gleich groß, Bijan? Nee, nicht ganz. Also links, du hast eine Chance, dich jetzt zu rehabilitieren. Jetzt gebe ich alles. Links ist 10-20% vom Volumen her kleiner. Das liegt daran, dass da auch das Herz drückt da auf die linke Lunge im Endeffekt drauf. Da ist nicht so viel Platz. Das Herz ist nicht so ganz klein, also linker Lungenflügel etwas kleiner. Gut. Die Lungen sind überzogen von Serosa. Also Pleura visceralis oder Pleura pulmonalis oder auf Deutsch das Lungenfell. Das sitzt direkt auf der Lunge drauf. Und wo eine Pleura visceralis ist, wird auch eine Pleura parietalis sein. Also im Endeffekt die innere Auskleidung des Brustkorbes. Entsprechend spricht man vom Brustfell oder Rippenfell. So, was ist denn zwischen Pleura visceralis und Pleura parietalis? Nichts im Wesentlichen. Ja, das handelt sich um einen Kapillarspalt. Da ist vielleicht ein bisschen Pleuraflüssigkeit drin, damit es zu einer besseren Haftung der beiden Serosa-Blätter kommt. Aber ansonsten passiert da nichts. Es sei denn, man hat einen Pneumothorax. Dann kommt da Luft rein, was nicht so richtig gut fürs Atmen ist. Ja, aber normalerweise nur ein Spalt und dem herrscht auch ein gewisser Unterdruck. Ja, also so etwa in Ruhe 5 mm Hg. Der wächst an bei der Inspiration und sorgt dafür, dass dann halt die Lunge auch den sozusagen Thorax-Exkursionen folgt, ohne dass sie fest verankert sein muss, einfach durch Kapillarkraft, was wichtig ist, damit die Atmung überhaupt funktioniert. Genau, da wo Pleura parietalis und Viscerales ineinander übergehen, also die Umschlagfalte, da ist dann die Lungenpforte, das Hilum, da treten im Endeffekt jetzt die extrapulmonalen Hauptbronchien ein. Brav. Ja. Und werden intrapulmonal. Und auch die ganzen Gefäße, die da eintreten. So, werfen wir noch einen abschließenden Blick auf die Pleura parietalis, bevor wir uns in das linke Innere bewegen. Ja, Pleura parietalis kann man nochmal unterteilen, ja, in verschiedene Abschnitte, ja, die einfach durch die Umgebungsanatomie definiert sind. Da ist zum einen die Pars mediastinalis. Mit der Mediastinum, ja, also in der Mitte, zur Mitte hin, die Pars costalis zu den Rippen hin und last not least, unten, ja, sitzt das Ganze auf dem Zwerchfell auf. Deswegen haben wir da eine Pleura mit der Pars diaphragmatica. Gut. Jetzt, was wichtig ist, die Pleura überragt so ein paar Zentimeter die obere Thoraxapertur, also die obere Thoraxöffnung. Warum das relevant ist,
Es gibt zum Beispiel Lungentumore, die relativ weit oben an der Spitze sind, die dort auch die umgebenden Strukturen angreifen können. Pancoast-Tumor nennt man das. Oder wenn man einen ZVK legen möchte und aber nicht die Vene trifft, sondern in die Lunge rein. Kann man gerne mal ein Pneu setzen, kann man was keinem Assistenzarzt jemals ein Lob vom Oberarzt angetragen hat. Gut. Was auch noch wichtig ist, die Pleura parietalis hat extrem viele Schmerzfasern. Also wenn man eine Entzündung hat der Pleura, das tut weh. Jo. Wir haben vorhin gesagt, es gibt die drei Flächen der Pleura. Genauso ist es bei der Lunge auch. Wir haben die Fazies costalis, wir haben die Fazies mediastinalis und die Fläche, die auf dem Zwerchfell liegt, die Fazies diaphragmatica. So, jetzt haben wir aber genug von der äußeren Lunge. Ne? Jetzt gehen wir doch mal ans Eingemachte. Jetzt bitteschön. Wie ist das Ding aufgebaut? Jawohl. Ja, die erste Einteilung kann man machen in Lungenlappen. Also Lobi. Lobi, genau. Rechts sind es drei, links sind es nur zwei. Ja, und zwischen den Lappen, was verläuft da? Also das, was trennt, das sind die Fissura obliqua. Die gibt es also, die schräg verlaufende Fissur. Die gibt es rechts und links. Genau, links gibt es nur eine, ja, ja eine Fissur. Rechts gibt es ja noch einen dritten Lappen, den Mittellappen, den gibt es nämlich links nicht. Die wird gebildet durch die Fissura horizontalis. Also Oberlappen, Mittellappen, Unterlappen, beziehungsweise einmal dann links nur Oberlappen und Unterlappen. Ja. So, Lappen ist aber jetzt natürlich nicht, die Lunge ist vom Spaltpilz wirklich befallen, ja, muss sich immer weiter aufteilen, sie kann nichts dagegen machen. Nach den Lappen, was für eine Ebene kommt denn da? Da kommt die Segmentebene, sind so kegelförmige Abschnitte, die im Endeffekt dadurch versorgt werden, durch einen Abschnitt vom Bronchialbaum mit den zugehörigen Lungenarterien. Und diese Segmente sind auch durch Bindegewebssepten auch getrennt, jedenfalls einigermaßen. Aber nicht vollständig. Nicht vollständig. Okay, jetzt Segmente gibt es auch wiederum. Also die Lunge ist ein entsetzlich asymmetrisches Organ. Ja, das macht die Anatomie so ein bisschen eklig. Wir haben auf der rechten Seite wie viele Segmente? 10 sind es und auf der linken Seite sind es nur 9. Okay, also entsprechend der unterschiedlichen Lappenstruktur haben wir dann halt auch weniger Segmente, muss man wissen. Die haben auch noch ganz fiese lateinische Namen, die wollen wir uns ja aber nicht merken, weil da reicht die Zeit auch nicht zu. So, der Bronchialbaum. Wir waren vorhin bei der Trachea, dann gab es die zwei Hauptbronchien und dann geht das immer weiter, erstmal die Luft leitend einfach nur. Das heißt, diesen Teil vom Bronchialbaum nennt man konduktiv. Da steckt so ungefähr 150 Milliliter drin. Das ist an das Luft, das Totraumvolumen, ne? Genau. Genau, also das ist das, was quasi passiv hin und her bewegt wird, aber es gar nicht am Gasaustausch teilnimmt. Also was wir jedes Mal bei der Einatmung und Ausatmung hin und her schieben. Genau, und dann am Ende, da wo es wirklich drauf ankommt, da, wo der Gasaustausch auch stattfindet, das nennt man den respiratorischen Teil vom Bronchialbaum. Und ja, wir fangen jetzt erstmal mit dem Luftleitner, mit dem konduktiven Teil an. Wie baut sich der Bronchialbaum auf, wenn wir jetzt vom Hauptbronchus ausgehen? Hauptbronchus, Bronchus principalis, ja, etwa 12 bis 14 mm Durchmesser, teilt sich dann auf in die Lappenbronchien, die Bronchilobaris, die sind ein bisschen kleiner, 8 bis 12 mm. Dann geht es in die Segmentbronchien, also entspricht genau der Unterteilung, halt, die wir eben gesagt haben, in ja, Lungenflügel, Lungenlappen und Lungensegmente. Und in den Segmenten, in den Segmentbronchien, finden weitere Unterteilungen statt, nämlich mittlere und kleinere Bronchi. Dann, ist immer ganz nett, macht man einen kleinen Diminutiv drauf in die Bronchioli, denn auch kein Knorpel mehr enthalten. Also Knorpel wird auf der Reise durch den konduktiven Teil auch immer mehr reduziert. Ja, also von diesen Hufeisenspangen der Trochea gehen wir dann zu teilweise am Ende nur noch so kleinen Knorpel. Fleckchen, die dann an den Bronchien sitzen, die also gar keine zirkulär, nicht mehr zirkulär um den Bronchus rumgehen, sich also weiter reduzieren. Im Bronchiolus schließlich sind wir knorpelfrei. So, und dann ganz zum Schluss, und da ist die anatomische Terminologie ja mal hilfreich, ne? Bronchioli terminus, ja, also da, das geht zum Ende zu. Damit endet der konduktive Teil dann auch. Und danach kommen wir in den respiratorischen Teil, also der jetzt schon Atmungsfunktion hat. Also nicht mehr nur leitet, nicht mehr nur ein dummes Rohr ist, sondern tatsächlich jetzt auch für den Gasaustausch sorgt. Genau.
So, und was haben wir im respiratorischen Teil, Bijan? Der erste Teil, jetzt überleg mal respiratorisch, wahrscheinlich heißen die jetzt auch Bronchioli respiratori. Also auf die Bronchioli terminalis folgen die Bronchioli respiratorii. Und warum können die aber an der Atmung teilnehmen? Was haben die? Die haben schon nämlich die ersten Alveolen in der Wand, also so kleine Aussackungen, wo der Gasaustausch dann am Ende stattfindet. Ja, und die zweigen sich immer weiter auf. Und am Ende bildet sich ein Ductus alveolaris. Der besteht nur noch aus Alveolen. Und der endet am Ende auch nochmal in zwei Sacculi. So, also Bronchioli respiratori, immer weiter aufgezweigt, am Ende Ductus. Ganz am Ende Sacculi alveolaris. Also es werden immer mehr Alveolen eingebaut. Wenn man jetzt von einem Bronchiolus terminalis ausgeht, entstehen daraus um die 1500 bis 4000 Alveolen. Das Ganze nennt man ein Acinus. Also Acinus ist der Bereich, der von einem Bronchiolus terminalis ausgeht. Das ist eine Masse Holz, 4000 Alveolen. Da zählt man eine Weile dran. So, jetzt gucken wir uns nochmal, gehen wir nochmal zurück in die Histologie so ein bisschen und gucken uns mal an, wie sind die Bronchien strukturiert mikroskopisch. Wir hatten ja schon so eine Teilung uns bei der Trachea angesehen und jetzt so ganz abweichend tut die ja nicht, wenn ich jetzt in die Bronchien runtergehe, oder? Genau, also das Flimmerepithel ist weiterhin da, da sind weiterhin Becherzellen, diese Drüsen, die wir vorhin erwähnt haben, die Tunica muscularis, also die Muskelschicht, die ist weiterhin da. Also wir hatten ja vorhin den Musculus trachealis bzw. den Musculus bronchialis und auch hier geht die Muskelschicht weiter, nennt man jetzt nur noch Tunica muscularis. Die wird immer kräftiger, während, du hast vorhin schon erwähnt, der Knorpel immer weiter abgebaut wird. Erst war es ein hyaliner Knorpel, später ein bisschen elastischer Knorpel und irgendwann ist der ganz weg. Und wenn man dann in die Bronchioli jetzt reingeht, haben wir vorhin gesagt, da gibt es ja keinen Knorpel mehr. Ja, korrekt. Aber wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz einen kleinen Schlenker machen und überlegen, warum habe ich da so eine Tunica muscularis? Ja? Warum habe ich da plötzlich so viel Muskeln? Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil dadurch kann ich natürlich die Weite der Bronchien regulieren. Und das hat natürlich einen wahnsinnigen Vorteil, dass ich halt den Gasaustausch in der Lunge so ein bisschen auch in die Richtung verschieben kann, wo er effizienter ist. Ja, das heißt, also ich kann die Zustrom zu verschiedenen Lungengebieten durch diese Muskeln regulieren, ähnlich wie ich das mit den Arterien, mit den muskulären Arterien den Blutdruck reguliere, kann ich hier mit den bronchialen Muskeln quasi den Luftstrom regulieren. Genau. Ja? Nicht überall landet gleich viel Luft. Entsprechend kann man das da anpassen. Und diese Muskeln sind auch deswegen wichtig, weil die beim Asthma bronchiale dann also auch eine wichtige pathogenetische Rolle haben. Jawohl. Gut, also Bronchioli haben wir gesagt, keine Knorpel mehr. Muskulatur wird immer kräftiger. Viele elastische Fasern drin. Das ist das Entscheidende, dass das Lungengewebe sehr viel elastische Fasern hat, sich dadurch immer wieder zusammenziehen will. Das ist die Retraktionskraft. Und das Flimmerepithel ist zwar noch da, aber ist nicht mehr mehrreich, sondern nur noch einreich. Hat keine Drüsen mehr. Hat nun auch wenig Becherzellen, hat jetzt aber eine neue Zellart, die Keulenzellen, die produzieren so ein paar Proteine. Clara-Zellen genannt, ne? Die machen was? Die produzieren so Surfactant-Proteine. Was das genau ist, können wir gleich nochmal besprechen. So, wir wissen ja, dass die Lunge dem Gasaustausch dient und der Gasaustausch kann natürlich nur funktionieren, wenn die Lunge auch gut durchblutet wird. Werfen wir mal einen Blick auf die Blutgefäße der Lunge. Da unterscheiden wir jetzt zwei Formen von Gefäßen, nämlich einerseits die Vasa publica und die Vasa privata. Bijan, erklär mal den Unterschied. Ja, Vasa publica, also für die Öffentlichkeit, für den ganzen Körper gedacht. Das sind die, die im Endeffekt jetzt den Gasaustausch machen. Vasa privata versorgen im Endeffekt nur isoliert jetzt die Lunge selbst. Also ist die Eigenversorgung der Lunge, ne? Ja. Okay, und jetzt haben wir dasselbe Spiel im Prinzip bei den Bronchien. Also auch die Gefäße verästeln sich dann halt vom Ästchen aufs Stöckchen, aufs Blättchen sozusagen, also werden immer feiner, folgen also im Prinzip auch dieser Einteilung in Lappen, Segmente und so weiter und so fort, haben anfangs, sind elastischen Typs eher, ne, und dann später muskulären Typs. Warum? Anfang, haben wir letztes Mal schon gesagt, glaube ich, im Podcast, elastischer Typ macht Sinn, Windkessel. Muskulärer Typ ist wichtig für die Feinregulation, um dann zu gucken,
wo muss viel Blut durchfließen, wo ist nicht so wichtig. Genau, diese Vasa Publica sind nämlich verdammt clever. Wenn ein Lungenteil nicht so richtig gut belüftet ist, schränkt der Körper auch die Durchblutung ein, was macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, jede Menge Blut durch einen Lungenteil zu lenken, der gar nicht Gas empfängt. Das wäre dann ein bisschen schwachsinnig. Deswegen werden diese Atelektasen, also diese nicht belüfteten Bezirke, auch weniger durchblutet. Genau. Wie läuft das ab? Arteria pulmonale, alles vom Herzen. Dann geht es in die einzelnen Lappen, in die Segmente, und zwar im Zentrum. Segmentarterien dann auch entsprechend genannt. Ne? Verzweigen sich immer wieder runter, dann halt bis sie zu einem Kapillarnetz werden, das dann zwischen den Alveolargängen, also den Ductus alveolaris, sich verzweigt. Und diese Kapillaren sind dann der eigentliche Ort, genau, des Gasaustausches. Ja. Dann geht es über die Venen, die jetzt diesmal nicht im Zentrum der Segmente verlaufen, sondern zwischen den Segmenten oder unter der Pleura, geht es zurück zum Hilum und dort in die beiden Lungenvenen. So, das sind ja die Vasa publica, und die Lunge selbst muss ja auch noch versorgt werden über die Vasa privata. Das machen die Rami Bronchia, dass die kommen aus der Aorta überwiegend und sorgen für die lungeneigene Blutversorgung. Ja, noch eine kleine Ergänzung. Es gibt da auch Rami pulmobronchialis, das sind Sperrarterien, die was machen? Das sind im Endeffekt Kurzschlussverbindungen zwischen dem Vasa privata und dem Vasa publica. Aha, und wozu dienen die? Da kann man wahrscheinlich dann auch Bereiche, wo es nicht notwendig ist, die zu durchbluten, einfach mal kurz schalten. Irgendwelche kleinen Anastomosen, die irgendwas machen, wissen wir auch nicht genau. Man merkt da ein deutliches Wissensdefizit bei Herrn Fink, kein Problem, das holen wir nach. Okay, jetzt gehen wir mal ganz tief runter, da wo die eigentliche Show stattfindet, nämlich auf die Ebene der Alveolen, also der Lungenbläschen. Wir haben jetzt diesen ganzen lästigen Weg durch die Bronchien hinter uns gebracht, landen jetzt in der Alveole. Und jetzt, die sind auch wieder histologisch ganz interessant, weil die haben zwei verschiedene Zelltypen. Bijan, du schaust schon wieder mit den Hufen. Welche sind das? Die heißen ganz spannend Alveolarepithelzelle oder Pneumozyt Typ 1 und der andere heißt wohl Typ 2. So, Typ 1 bedeckt eigentlich fast die ganze Oberfläche der Alveolen mit seinen Fortsätzen. Typ 2 ist zwar ein bisschen häufiger, aber bedeckt viel weniger Oberfläche, produziert Surfactant, haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt, erklären wir gleich, was das ist, und dient auch als Stammzelle. Also wenn die Typ 1 Zelle kaputt geht, kommt die Typ 2 an und sagt, hier mache ich die neu. Das sind jetzt nicht alle Zellen, die im Alveolarepithel vorkommen. Es gibt noch Alveolar-Makrophagen zum Beispiel. Was machen die? Fibrozyten. Was machen die? Makrophagen, die fressen alles auf, sind fürs Immunsystem da, spielen hier in der Lunge eine sehr wichtige Rolle. Lunge spielen wir, da sind wir ständig im Austausch mit unserer Umgebung. Da ist schon wichtig, dass das Immunsystem einen Daumen drauf hat. Deswegen die Alveolar-Makrophagen, eine wichtige Immunzelle, die halt dafür sorgt, dass Antigene, die in die Lunge gelangen, dann entsprechend prozessiert werden, um vom Immunsystem fertig gemacht zu werden. So, ich bin jetzt hier ein Sauerstoffatom und ich würde gerne zum Erythrozyten kommen. Welche Barriere muss ich jetzt überwinden? Schnellstmöglich, auf dem schnellstmöglichen Weg. Was steht zwischen uns? Also zwischen uns steht jetzt erstmal die Typ 1 Zelle. Das ist jetzt die erste, die mich empfängt. Ja, da muss ich durch. Und da, wo eine Epithelzelle ist, ist in der Regel gleich als nächstes die Basallamina, auf der die Epithelzelle angesiedelt ist. Genau. Die kann ja nicht so einfach rumschwirren, die braucht immer eine Stütze. Und danach, schon fast verschwimmend mit der Basallamina, kommt dann auch das Kapillarendothel schon. Und dann ein bisschen Blutplasma. Ein bisschen Blutplasma und dann muss ich jetzt noch zu den Erythrozyten rein, ans Hämoglobin andocken. Genau, das dann bin ich da. Das ist die Diffusionsbarriere, die ist so schmal, 0,2 bis 0,4 Mikrometer, also extrem ausgedünnt, sodass der Gasaustausch hier sehr gut stattfinden kann. So, wir haben eine Sache noch, die wir euch die ganze Zeit versprochen haben, das ist Surfactant. Ein bisschen kompliziert zu verstehen, was das eigentlich ist. Im Endeffekt ist das eine Mischung aus über 90% Phospholipiden und ein paar Proteine. Und was hat Surfactant für eine Funktion? Ja, kannst du ja denken, so ein kleines Gasbläschen, ne, wie so alle kugeligen Körper, haben echt eine extreme Oberflächenspannung und würden ganz gerne mal plopp machen. Ne, das ist so der Klassiker. Ne, du bist kugelförmig, hast eine hohe Spannung
und denkst eigentlich, scheiße, ich möchte jetzt eigentlich mal vor mich hinplatzen oder kollabieren und bopp, weg bist du. Wäre natürlich bei den Alveolen schon relativ schlecht. Deswegen gibt es Surfactant, um diese Oberflächenspannung zu verkleinern. Genau. Ja? Im Prinzip ist es ein bisschen wie Spülmittel. Ja? Also, dass die Oberflächenspannung ja auch herabsetzt. Und besteht aus 90% Phospholipiden. Ja? Also Fettsäuren mit Phosphorresten dran. Und 10% Surfactant-Proteinen vom Typ A bis D. Die haben nämlich auch noch eine Funktion. Die haben so unter anderem immunregulatorische Funktionen, also Surfactant-Protein A und Surfactant-Protein D dient der Opsonierung, also Keime, Erreger werden markiert, sodass sie anschließend aufgefressen werden können. Und das sind so die wichtigsten Funktionen vom Surfactant. Surfactant deswegen wichtig, weil man zum Beispiel bei Frühgeburten noch keine Surfactant-Bildung hat, die deswegen extrem leicht Lungeninfektionen bekommen, beziehungsweise die Atmung auch insuffizient ist, müssen beatmet werden, also Surfactant. Ohne das läuft gar nichts. Ja, ich glaube, wir haben es, ne? Ja, das war ein knackiges Thema. Hoffe, ihr habt es gut verdaut. Jetzt mal tief Luft holen. Genau. Ja, und daran denken, wie diese Luft bei euch in die Alveolen reingepumpt wird, dann könnt ihr dem Thema ganz gut folgen. Alles, was wir heute vergessen haben, könnt ihr natürlich im Flexikon nachlesen, wie immer. Da wird alles en detail nochmal nachgekaspert, also lasst euch davon nicht aufhalten. Wir melden uns bald wieder, wahrscheinlich mit dem Herz, ne, oder? Jo, könnte sein. Ne, also machen mal unser Lieblingsorgan, die Pumpe, und freuen uns darauf. Bis bald. Jo, ciao.